Hallo zum neuen Video. Heute geht es mal wieder um eine Tischbohrmaschine bzw. eine Säulenbohrmaschine. Diesmal kommt die von Einhell, nennt sich BT-TB13E Digital. Ein recht langer Name. Was das Gerät alles kann und was da für technische Eigenschaften etc. sind, seht ihr dann direkt nach dem Intro. Ja, eine Tischbohrmaschine von Einhell möchte ich euch heute hier mal vorstellen. Die kommt so, wie sie jetzt ist, hier daher. Die ist recht kompakt eingepackt. Die ist auch an sich recht kompakt. Bietet allerdings sehr viel technische Spielereien. Unter anderem ist hier auch noch mal so ein kleiner Maschinenschraubstock mit dabei. Das haben wir ja ansonsten bei den anderen Tischbohrmaschinen, die ich hier schon präsentiert habe, nicht so gesehen, sondern da haben wir meistens hier so einen Niederhalter, der hier an der Säule mit montiert ist. Ist also ein bisschen anders aufgebaut, die ganze Geschichte. Wir werden uns das gleich alles ganz genau angucken, wenn ich das Gerät hier auspacke und dann aufbaue. Dann gebe ich euch alle technischen Details und wir probieren das Ganze dann natürlich auch mal aus. Wenn ihr euch mit dem Thema Tischbohrmaschinen befasst, dann ist es natürlich so, dann kommen wir natürlich an der großen Bosch PVD40 zum Beispiel nicht vorbei. Dazu werde ich ein zweites Video nochmal machen, dass wir die nochmal direkt gegeneinander uns angucken. Das ist sicherlich auch hilfreich und ich werde euch unten in der Videobeschreibung neben diesem Produkt auch nochmal die anderen Produkte alle verlinken, auch die Videos, die ich dazu dann gefertigt habe. Dann könnt ihr euch die auch nochmal angucken, weil ich gehe davon aus, wenn ihr euch mit dem Thema befasst, dass ihr eine Tischbohrmaschine anschaffen wollt, dann werdet ihr euch nicht nur dieses eine Video hier anschauen. Kommen wir kurz zum Preis. Der Preis ist hier bei der Maschine etwa 130 Euro, 129 Euro. Tagesaktuellen Preis könnt ihr euch natürlich unten dann auch abrufen. Gibt es auch im Aldi Shop. Ich weiß nicht, ob es die Maschine auch woanders gibt. Ansonsten verlinke ich euch das, wie gesagt, alles unten. Der Normalpreis soll wohl dann später 169 Euro betragen. Das heißt, wenn ihr euch mit dem Thema befasst, dann müsst ihr gucken, dass ihr vielleicht noch das Angebot erwischt oder eben abwarten, bis es vielleicht wieder günstig ist. 2 Jahre Garantie gibt der Hersteller. Wenn es dafür eine Garantieverlängerung gibt, findet ihr den Link unten auch in der Videobeschreibung. Das packe ich dann euch natürlich auch mit rein. Wir haben eine Leistung bei der Maschine von 720 Watt. Die Bohrfutteraufnahme ist 1,5 bis 20 UNF, was immer das auch heißen mag. Ich gehe mal davon aus, dass ihr da 13er Schaftbohrer ganz locker einspannen könnt. Das können wir gleich alles mal ausprobieren. Wir haben einen Maschinenschraubstock mit 75 mm Backenbreite gleich mit dabei. Handrad ist mit dabei, wie ihr das seht. Das ist mal wieder eine ganz andere Form. Wir hatten hier schon die ganz stylischen Formen von Rad bis hin zum Dreifachkreuz und das war dann irgendwie mal sowas, das sah so ein bisschen aus wie so ein Ziegenbock. Wenn ihr euch die anderen Videos anguckt, dann wisst ihr, was ich da meine. Ja, die Bohrer, die wir hier einspannen können, sind 1,5 bis 13 mm in der Schaftgröße. Die Ausladung ist auch immer ganz wichtig. Das heißt, hier vom Bohrfutter-Mittelpunkt bis hin zur Säule beträgt 13,5 cm. Die maximale Bohrtiefe beträgt 8 cm. Und die stufenlose Drehzahl, die hier einstellbar ist, ist 220 bis 2550 Umdrehungen pro Minute. Das gute Stück wiegt etwa 9 Kilogramm. Und ich würde sagen, ich packe es jetzt mal aus und wir gucken uns mal an, was alles drin ist. So, den Karton habe ich aufbekommen. Dann packe ich den jetzt einfach mal aus. Wir legen uns das hier alles erstmal so hin. Wir haben hier einmal die Bodenplatte. Die wirkt schon sehr massiv. Die ist auch recht schwer. Ist aber dennoch, denke ich mal, hier aus Alu-Druckguss gefertigt. Ich kann die ja schon mal raus. Packen, die sieht so aus. Die ist zum Beispiel auch sehr sauber entgratet. Da tue ich mir jetzt also nicht weh. Das hatten wir bei vielen günstigen Bohrmaschinen in letzter Zeit auch schon. Wenn ihr euch, wie gesagt, die anderen Videos anschaut, dann werdet ihr da einiges Kurioses entdecken. Die Platte können wir hier auch prima auf die Tischplatte montieren. Das heißt, hier sind auf jeden Fall Bohrlöcher drin. Die liegt auch plan auf. Das heißt, wir haben hier 4 Bohrlöcher mit dabei und das empfehle ich euch auf jeden Fall auch, die Maschine irgendwo fest zu montieren. Ihr könnt euch auch einen mobilen Bohrständer irgendwie bauen, ein kleines Fränkchen mit Rollen drunter oder sowas. Hauptsache, ihr schraubt das irgendwie fest, denn wenn das irgendwie mal zum Kippeln kommt, dann ist das vielleicht nicht ganz so toll. Schieben wir das mal zur Seite. Dann haben wir hier noch eine kleine kurze Bedienungsanleitung. Die sieht so aus. Sie ist wirklich, das sind nur ein paar Seitchen. Wie viele, weiß ich nicht. Bedienungsanleitungen sind ja in der Regel eh nichts für den Heimwerker. Hier haben wir einiges an Schrauben, ein Imbusschlüssel ist mit dabei, Unterlegscheiben und Muttern. Gucken wir mal, wofür wir das dann alles brauchen. Dann haben wir mit dabei unseren Maschinenschraubstock, der ist ja auch nochmal in Folie eingepackt.
macht grundsätzlich auch erstmal einen recht hochwertigen Eindruck, muss ich also wirklich sagen. Es gibt für diese Maschinenschraubstöcke auch immer noch so einen kleinen Aufsatzbacken, die sind dann magnetisch, kann ich euch unten auch mal in der Videobeschreibung verlinken. Dann, das nennt sich dann irgendwie Schonbacken oder sowas, wenn ihr da mal irgendwie empfindliches Material, eine kleine Balsaholzleiste oder irgendwie Plastik oder sowas einspannt, dann ist das recht gut. Die Backen könnt ihr, wie ihr seht, hier sogar auch austauschen. Also auch daran hat man gedacht, ob man natürlich solche Platten dann bekommt, weiß ich nicht. Manch einer baut sich auch hier Holzaufsätze noch mit drauf und kann das dann natürlich hier dann drüber festschrauben. Ausladung etc. habe ich euch bereits gesagt. Und ihr könnt diesen Maschinenschraubstock über diese Führungsnuten natürlich dann hier auf dieser Platte dann auch befestigen, sodass ihr das dann natürlich auch hin und her schieben könnt. Auch die Bedienung selbst ist hier recht einfach gestaltet, da hakelt nichts. Ihr seht, das läuft hier sehr, sehr flüssig. Wir haben hier auch eine recht hochwertige Schraube. Manchmal triefen die ja schon so von Fett und dann klebt das alles. Das ist also hier nicht der Fall. Das gefällt mir also hier auch erstmal sehr gut. Ja, dann haben wir das Hauptstück hier, das ist die Maschine. Ich lege die erstmal hier zur Seite. Das gucken wir uns dann natürlich dann alles ganz genau an, wenn ich das fertig aufgebaut habe. Hier ist noch das Drehrad, das ist dreigeteilt, beziehungsweise hat jetzt drei solche Speichen. Das Drehrad selbst hat hier an den Oberflächen hier nochmal eine Gummierung. Das sind nur solche Gummihüllen, die einfach drüber gestülpt worden sind. Macht aber jetzt keinen unwertigen Eindruck, sondern das ist eigentlich recht anschmiegsam und wirkt jetzt zwar nicht besonders hochwertig, aber dennoch wertig. Ja, eine kleine Schraube ist noch in diesem Beutel dann gleich mit drin, nicht, dass ihr die wegschmeißt. Passt also auf, macht die Beutel, reißt die einfach mal auf, dann überseht ihr zumindest keine Schraube. Ja, dann haben wir noch eine Plastikhülse mit dabei, wo die hingehört, sehen wir dann gleich. Und hier nochmal so eine kleine Kurbel. Das werden wir gleich alles installieren. Ich baue die Maschine jetzt erstmal auf. Mehr ist jetzt sonst so nicht im Karton. Ihr seht, die ist schon recht gut vormontiert. Die Säule müssen wir jetzt natürlich auf die Bodenplatte bringen. Das Ganze wird dann hinten mit einer Inbusschraube dann verschraubt. Inbusschlüssel ist ja auch alles mit dabei. Also könnt ihr dann sofort loslegen. Ich baue es jetzt mal auf und dann sehen wir uns gleich wieder. Ja, so sieht die Maschine dann zusammengebaut aus. Ihr seht schon, die ist recht kompakt, aber dennoch ausreichend groß, um da die normalen Bohrarbeiten, die man mit einer Tischbohrmaschine eben erledigt, auch zu machen. Wenn ihr größeren Platz braucht, dann könnt ihr euch vielleicht einmal damit behelfen, dass ihr hier einen Zusatztisch baut. Den habe ich schon mal vorgestellt. In einem gesonderten Video findet ihr auch unten dann in der Videobeschreibung. Das könnt ihr euch für diese Maschine definitiv dann auch bauen. Wenn ihr allerdings mehr Hub etc. braucht oder mehr Abstand zur Bohrsäule etc., dann müsst ihr euch einfach andere Maschinen kaufen. Beim Zusammenbau ist mir jetzt hier schon mal aufgefallen, erstmal gestaltet sich der Zusammenbau sehr, sehr einfach. Wir müssen lediglich diese kleine Kurbel hier anbauen. Die ist aus Metall, das ist auch sehr schön gemacht. Die ist hier mit so einem kleinen Drehrad dran. Die ist dann dafür da, um die Maschine generell in der Höhe zu verstellen. Das heißt, wir müssen hier hinten einmal diesen Hebel lösen. Der ist leider nicht aus Metall, sondern der ist aus Plastik. Und dann können wir die Maschine hier in der Höhe hochkurbeln, wie ihr seht, oder halt auch runterkurbeln. Das Ganze ist so ein bisschen fragil, das ist so ein bisschen locker. Aber wenn ihr das dann alles wieder festzieht, dann ist die Maschine auch fest und dann hält das Ganze auch. Ist halt ein bisschen anders gemacht als bei anderen Maschinen. In der Regel haben wir ja zwei solche Hebel hier an den Seiten. Hier ist der eine Hebel zum einen hinten und hier ist das Ganze mit einer Kurbel gelöst. Den tiefen Anschlag können wir hiermit begrenzen, indem wir diese kleine Schraube hier einmal lösen. Und dann können wir hier unseren tiefen Anschlag so ein bisschen hoch oder runter ziehen. Jetzt lassen wir den hier mal auf 6 cm stehen. Dann ziehen wir das Ganze an. Und wenn wir dann die Maschine hoch und runter bewegen, dann taucht die halt 6 cm tief ab. Das generieren wir dann, das Abtauchen, mit diesem Rad, was wir einfach auch auf der Seite festschrauben müssen. Da ist einfach eine Schraube, die dreht ihr rein und schon ist das Rad hier fertig montiert. Und dann könnt ihr hier, wie gesagt, mit der Maschine eintauchen. Das Ganze hat auch noch eine Digitalfunktion, gucken wir uns gleich nochmal an. Die Plastikhülse hat sich entpuppt dazu, dass das hier oben das Ganze einmal abschließen soll. Das Rohr soll so ein bisschen als Griff dienen, aber es ist halt nicht festgeschraubt. Ich würde euch vielleicht empfehlen, bohrt hier nochmal einmal durch, zieht da vielleicht eine kleine Metallschraube rein oder so, dass dieser Griff dann hier fest ist. Ansonsten ist der halt hier locker drauf und wenn ihr die Maschine vielleicht mal transportiert und da aus Versehen festhaltet oder so, dann reißt euch das dann vielleicht ab und dann liegt die Maschine unten und das wollen wir natürlich nicht. Wir haben natürlich auch einen Laser verbaut, der uns den Mittelpunkt dann hier auch anzeigt. Das werden wir gleich alles beim Bohrtest mal überprüfen. Ein Sicherheitsschalter ist hier vorne dran.
wenn wir die Maschine im Betrieb haben und irgendwie dann die Maschine vom Strom getrennt wird, dann ist es so, dass dieser Schalter dann das verhindert, dass die Maschine beim Wiederherstellen der Spannung dann wieder anläuft. Dann müsst ihr die einmal wieder auf Ausschalten und natürlich dann auch wieder einschalten. Erst dann könnt ihr die Maschine wieder benutzen. Das Ganze funktioniert auch so ein bisschen als Not aus. Ihr könnt dann da draufhauen, wenn irgendwas ist, wenn euch mit dem Schal verwickelt oder mit den Haaren da reinkommt oder sonst was. Ist natürlich ein Scherz, aber wenn sowas passieren sollte oder irgendwas sich verfangen hat, etc., einmal hier vorne draufhauen und dann ist die Maschine auch aus. An der Seite sehen wir hier noch die Gangschaltung. Das heißt, wir können hier ganz einfach mit dem Hebel, der übrigens auch aus Plastik gestaltet ist, die Gänge nochmal umschalten. Ich hatte euch die Drehzahlen ja bereits durchgegeben. Das ist so das Hauptmerkmal. Die Bohrsäule wird hier einfach eingesteckt und wird dann hinten mit dieser Schraube festgezogen. Ihr könnt das natürlich auch in verschiedenen Positionen anbringen. Ihr müsst natürlich dann vorher mal gucken, dass ihr das Ganze hier zentriert, sodass ihr hier in dieses Loch auch eintaucht mit dem Bohrer, damit der Bohrer hier nicht auf die Platte trifft, wenn ihr die hier als Auflagefläche dann benutzt. Ich empfehle euch grundsätzlich immer, einmal einen Maschinenschraubstock zu verwenden, diesen dann auch hier zu fixieren. Das habe ich nicht gemacht. Mit dabei sind allerdings hier noch solche Bolzen, die könnt ihr dann dazu nutzen, um diesen Maschinenschraubstock hier auch, wie gesagt, dann zu fixieren und dann natürlich hier auf dieser Platte auch zu bewegen. Wir können mal gucken, wie groß diese Platte ist. Das können wir einmal schnell durchmessen. Die gesamte Platte ist etwa 30 cm mal 33 cm und von der Höhe her sind wir bei etwa 5 cm, ein bisschen zwischen 4 und 5 sind wir hier gelandet. Die ganze Bohrsäule selbst können wir auch mal durchmessen, wie hoch wir das Ganze hier kurbeln können. So, das geht also sehr, sehr hoch, muss ich wirklich sagen. Das ist also wesentlich höher als bei den anderen Bohrmaschinen. Und wir haben dann hier etwa 30 cm bis zur Bodenplatte, vom Bohrfutter bis zur Bodenplatte. Nochmal den Abstand hier kontrollieren. Das sind, wie gesagt, über 13 cm, was wir hier zu der Bohrsäule bzw. zu der Säule hinten dann Abstand haben vom Mittelpunkt des Bohrfutters. Also hier muss ich euch wirklich schon sagen, das finde ich super innovativ hier. Das lässt sich auch wirklich sehr, sehr smooth hier bedienen. Die Maschine fällt jetzt hier nicht irgendwie runter, sodass die Kurbel sich hier selbstständig macht. Die hakelt auch nicht irgendwie. Das geht wirklich sehr, sehr leicht und sehr, sehr einfach, muss ich wirklich sagen. An sich macht die Maschine jetzt erstmal grundsätzlich einen sehr, sehr soliden Eindruck. Über dieses Rad kann man natürlich wieder streiten, wie man über alles auch streiten kann. Ihr seht, auch das funktioniert hier ohne zu hakeln. Der Federmechanismus, der die Maschine dann hier im Hub begrenzt, der ist natürlich hier innenliegend. Der ist bei vielen Maschinen logischerweise auch außenliegend. Hier hat man sich für innen entschieden. Finde ich auch jetzt nicht schlecht. Schützt das Ganze natürlich wieder so ein bisschen vor Staub. Also hier einige Innovationen dann auch verbaut. Zu diesem Drehrad kann man sagen, das lässt sich sehr ergonomisch auch bedienen, dadurch, dass diese kleinen Hörnchen hier oder diese Fortsätze so ein bisschen nach hinten gebogen sind. Das heißt, hier rutschen wir dann auch nicht ab. Ihr seht, wie einfach ich das hier bedienen kann. Ich kann das natürlich auch so bedienen oder ich kann dann auch mal nachgreifen. Ist jetzt ein bisschen schlecht mit einer Hand. In der Regel macht man das ja dann mit zwei Händen etc. Aber wie gesagt, für mich stellt das jetzt keinen Hinderungsgrund dar. Das ist aber wirklich Diskussionsstoff, ob man hier jetzt ein rundes Rad hat oder ob man solche Hörnchen hat oder andere Formen. Da lassen sich viele in vielen Foren eben aus. Ihr seht schon, ich habe hier einen kleinen Fehler im Display. Hier ist so ein kleiner, ja, was ist das? Entweder ist das ein Farbrest oder irgendwie ein Fussel ist dahinter. Das ist jetzt natürlich nicht so schön. Schaut also, wenn ihr die Maschine geliefert bekommt, ob bei eurer Maschine alles in Ordnung ist und ob ihr damit dann leben könnt etc. Mich würde das jetzt in meiner Werkstattmaschine nicht wirklich großartig stören. Schauen wir uns das Display gleich mal im Betrieb an. So, ich habe jetzt einmal den Stecker eingesteckt. Wir haben hier, wie gesagt, den Hauptschalter und ihr seht schon, wenn ich den einschalte, dann ist das Display sehr gut beleuchtet. Man kann das also sehr, sehr gut ablesen. Was hier nicht gemacht ist, dass das Display hier nicht so ein bisschen nach hinten versetzt ist auf der oberen Seite, dass das so ein bisschen schräg angekippt ist, dass man das, wenn man abtaucht, auch leichter ablesen kann. Wenn ich hier natürlich von oben gucke, dann kann ich das natürlich nicht so gut ablesen. Aber wenn ich frontal drauf gucke, dann kann ich das natürlich super ablesen. Wenn ich die Maschine jetzt in Betrieb nehmen möchte, muss ich hier nochmal diesen einen Ausschalter drücken. Und ihr seht schon, dann kann ich hier die Drehzahl regulieren. Und die pendelt sich dann im 10er-Bereich halt auch ein. Jetzt haben wir hier noch den Laser, den wir zuschalten können. Hier steht dann auch noch mal im Display extra Laser. Das können wir uns gleich noch mal angucken, wenn ich einen Bohrer eingespannt habe und mein Loch bohre, ob der auch genau zentriert ist.
Dann haben wir hier nochmal Licht. Das heißt, wir haben hier unten eine LED-Beleuchtung. Ihr seht das vielleicht, hier spiegelt sich das so ein bisschen. Ich kann jetzt nochmal den Laser dazu schalten. Jetzt ist Laser und Licht angeschaltet. Und wenn ich dann nochmal den Knopf drücke, ist alles ausgeschaltet. Beim ersten Mal, wie gesagt, der Laser. Beim zweiten Mal nur Licht. Beim dritten Mal drücken alles beides angeschaltet. Und beim vierten Mal drücken alles ausgeschaltet. So, kommen wir hier zum ersten Schalter. Den können wir dann umschalten, wenn wir das Gerät in Betrieb genommen haben, zwischen Depp und RPM. RPM steht hierbei für Revolutions per Minute, das heißt Umdrehungen pro Minute, und Millimeter steht für die Eintauchtiefe. Das ist ein bisschen schade, dass wir das jetzt nicht in Betrieb nehmen können, wenn die Maschine aus ist, sondern nur dann, wenn die Maschine tatsächlich an ist. Ansonsten, wenn wir den Hauptschalter ausmachen, können wir die auch nicht in Betrieb nehmen. Das heißt, wir müssen die auf jeden Fall erstmal zum Laufen bringen und können uns dann entscheiden zwischen RPM und Millimeter. Und wir sollen dann auch so vorgehen, laut Bedienungsanleitung. Wir sollen dann, ich zeige euch das mal eben, wie das aussieht. Ich mache die Maschine einmal an. Ich hoffe, das hat man gesehen. Also wenn ihr dann im angefahrenen Zustand einmal das Werkstück berührt mit dem Bohrer, mit der Bohrerspitze, dann hier auf 0 drückt, dann ist die ganze Anzeige genullt. Und wenn ihr dann weiter nach unten drückt, dann seht ihr, wie tief ihr in das Werkstück auch eintaucht. Ihr könnt das Ganze natürlich aber auch hier mit dieser Begrenzung dann natürlich vorwählen, obwohl das hier nicht ganz so genau ist. Das kann man auch irgendwie nicht hier nachjustieren. Also ich denke mal, die Digitalanzeige ist dann vielleicht die bessere Wahl. Schade ist halt, dass man dafür die Maschine einschalten muss und das vorher nicht irgendwie einstellen kann. Ja, gucken wir mal, wie die Maschine hier auf Touren kommt. Ich stelle jetzt mal in den zweiten Gang und dann drehen wir mal voll auf. So, ihr habt schon gesehen, das war jetzt recht schnell, wie die Maschine hier auf Touren kommt. Das alles geht natürlich in 10er Schritten hier voran. Ihr habt gesehen, jetzt ist das komplett ausgemacht. Müsst ihr euch ein bisschen einarbeiten, ob das jetzt für euch taugt oder nicht. Das müsst ihr alles selber entscheiden. Ich finde es jetzt nicht schlimm. Ich kann mich mit der Maschine auf jeden Fall auch so anfreunden. Was mir jetzt bei der Maschine ein bisschen gefehlt hat, ist, dass wir hier keine Drehzahltabelle haben. Kann ich euch aber auch unten nochmal in der Videobeschreibung verlinken. Bei manchen Maschinen ist das ja dann hier an den Seiten nochmal in Abhängigkeit des Bohrdurchmessers und der Drehzahl dann beschrieben. Das ist halt hier, wie gesagt, nicht der Fall. Wir können hier unten mal gucken, wie das Bohrfutter wackelt. Das wackelt überhaupt nicht. Wir haben hier ganz minimal, vielleicht einen halben Millimeter würde ich jetzt schätzen, maximal einen Millimeter, wo ich das hier hin und her wackeln kann. Also das Bohrfutterspiel ist auch sehr gut gelöst hier. Wir haben hier ein Schnellspannbohrfutter. Wir brauchen hier keinen extra Bohrfutterschlüssel für, sondern wir spannen das Ganze dann hier mit dem roten Ring, ziehen das einmal fest und dann ist unser Bohrer natürlich auch eingespannt. Probieren wir das Ganze mal aus. Ich bohre jetzt einfach mal in Holz und dann können wir uns mal angucken, wie der Laser sich gestaltet. So, ich habe jetzt extra mal hier schwarzes Holz genommen, beziehungsweise so einen Braunton. Das ist eine Multiplexplatte oder Siebdruckplatte. Da habe ich jetzt einen 4er Bohrer eingespannt von ENT. Kann ich euch unten auch in der Videobeschreibung mal verlinken, wen das noch interessiert. Und dann werden wir jetzt mal mit 2500 Umdrehungen mal eintauchen. Ich werde den Laser dazu schalten. Und dann können wir mal schauen, inwieweit der Laser hier zentriert ist. Ich mache es jetzt einfach mal an. Das ist jetzt interessant. Ich hatte die Maschine ja bei 2500 auch angehalten. Jetzt hat sie wieder angefangen bei etwa 680 Umdrehungen. Ich mache jetzt nochmal an. Ich war jetzt schon bei 1500. Und beim Start scheint die Maschine sich irgendwo zwischen 600 und 700 Umdrehungen dann einzulaufen. Das heißt, ihr müsst jedes Mal wieder hoch oder runterstellen, je nachdem, was ihr dann braucht.
probiere jetzt mal nicht zu verwackeln. Und ihr seht allerdings, dass das Steuerkreuz vom Laser jetzt nicht ganz die Mitte getroffen hat. Das heißt, wir sind so ein bisschen vor der Mitte. Also den Laser müsst ihr hier nochmal nachjustieren. Es ist hier eine kleine Schraube dran. Man kann das wohl auch ein bisschen justieren etc. Ein bisschen schade ist, dass das jetzt von Werkseite hier nicht gemacht worden ist. Liegt vielleicht natürlich auch ein bisschen am Versandweg etc. Wenn die Maschinen dann geschmissen werden, dann verstellt sich sowas natürlich leicht. Aber meine Maschine ist jetzt hier nicht zentriert. Ja, machen wir das Ganze nochmal mit einem Forstnerbohrer und dann gucken wir mal, ob die Maschine dann die Drehzahl auch nachregelt. So, jetzt müssen wir gucken, dass wir hier das Display gleichzeitig nochmal im Auge behalten. Ich habe jetzt den ersten Gang runter geregelt, habe jetzt hier einen 40 mm Forstnerbohrer eingespannt. Und jetzt gucken wir mal, ob ich das hier irgendwie hinkriege, dass ich mich hinter der Kamera jetzt hier so weit verhalte, dass ich das alles festhalten kann und dass das funktioniert. Also ich denke, ihr habt deutlich gesehen, die Drehzahl wird auch nachgeregelt. Die fällt maximal 20 Umdrehungen dann hier auch ab. Und ihr habt gesehen, die Maschine regelt dann auch locker wieder hoch. Also die wird elektronisch nachgeregelt sein, auch wenn es jetzt so nicht draufsteht. Aber ich denke mal, da kann man wirklich schon einiges mit bewerkstelligen. Ja, das sollte erstmal gewesen sein von der Vorstellung von der Maschine mit den technischen Daten etc. Ich verlinke sie euch, wie gesagt, unten in der Videobeschreibung. Dort könnt ihr euch nochmal alle technischen Details angucken. Wenn ich finde, verlinke ich euch auch das PDF zur Bedienungsanleitung. Da könnt ihr dann vielleicht nochmal ganz genau nachschauen, was hier die einzelnen Eigenschaften auch sind. Das mache ich immer ganz gerne, bevor ich mir eine Maschine zulege, dass ich das mir auch nochmal anschaue. Ich werde noch ein zweites Video online stellen, wo ich die Maschine, wie gesagt, gleich mit dem Urgestein der PBD40 von Bosch dann auch nochmal direkt vergleichen werde. Wenn euch das Video weitergeholfen hat, wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen hoch da, abonniert den Kanal, aktiviert das Glöckchen, nur so verpasst ihr nicht die nächsten Videos und schon gar nicht das Video mit dem Vergleich der beiden Maschinen. Ich würde mich freuen, wenn ihr nächstes Mal wieder mit dabei seid und sage bis dahin.